stimmungsvoll das Ambiente für einen genussreichen Abend in der Brauerei. Der einzigartige Malzboden der Braukommune Freistadt, übrigens die einzige Bürgerbrauerei Österreichs, ist Schauplatz für eine Filmvorpremiere um das Lieblingsgetränk der Oberösterreicher. Kühle Blonde, so nennt sich der Film von Klaus Obereder, der darin sowohl informativ als auch humorvoll den Weg von Hopfen, Malz und klarem Wasser zu einem Kultgetränk beschreibt. Und zwar unter anderem anhand der größten und der kleinsten Brauerei im Lande. Friedlich vereint sind die Vertreter der Braukunst in Freistadt zusammengekommen, um hier den Film über ihr tägliches Handwerk zu genießen, ganz ohne Konkurrenzgedanken. Das ist nicht die Konkurrenz, das sind unsere Kollegen. Und es hat mich gefreut, dass auch heute bei dieser Filmpräsentation alle beteiligten Brauherren erschienen sind, zu uns gekommen sind in die Brauerei. Es ist mir als Hausherr ein besonderes Anliegen und eine besondere Freude, dass ich die auch begrüßen habe dürfen bei uns. Bier ist ein Teil der oberösterreichischen Kultur, wirklich im besten Sinn des Wortes. Und darum ist das ein sehr schönes Unterfangen, es ist ein sehr schöner Film geworden und natürlich weckt er auch ein bisschen nostalgische Gefühle. Der Film hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Vor allen Dingen, er deckt alles ab. Wichtig ist der Rohstoff. Wichtig sind auch, dass die kleinen Brauereien drinnen sind. Und ich muss sagen, hat er einiges an Schmunzeleffekten gehabt. Nicht zuletzt deshalb, weil Biergenuss manchmal ganz schön anstrengend sein kann. Das habe ich schon gehört. Das habe ich schon. Aber die restlichen anderen 13 brauche ich noch. Und wie verhält es sich eigentlich mit Bier und der schlanken Linie? Das mit Bierbauch, naja, das weitere Quant, das überdeckt es immer wieder ein bisschen. Ich gehe ab und zu laufen und ich gehe wahrscheinlich vor allem nur deshalb laufen, damit ich mir das Bier trinken leisten kann. Figurmäßig so wie das. Vom Zuschauen beim Österreichbild am kommenden Sonntag um 18.25 Uhr in ORF 2 wird man aber ganz sicher nicht dick. Man holt sich höchstens Appetit. Freistadt zum Beispiel. Hier steht eine Brauerei mit Tradition und mit einer ganz außergewöhnlichen Besitzerstruktur. Sie gehört nämlich 149 Hausbesitzern in Freistadt, unveräußerlich ans Haus gebunden. Und seit 1777 steht hier dieses Brauhaus. Tradition, auch wenn sie schön ist, wie dieser Malzboden, heißt aber nicht stehen bleiben. Nach modernsten Richtlinien entsteht hier gerade ein neuer Lagerkeller, denn es ist heute wichtiger denn je, sich dem Trend zu weniger Alkohol im Bier anzupassen. Daher haben wir auch unser Freistädter Medium ins Leben gerufen und mit diesem leichteren Bier meinen wir, den Trend ganz gut erwischt zu haben. Das belegen nicht zuletzt zahlreiche Preise bei internationalen Getränkeausstellungen. Ganz anders das Konzept, nach dem man hier in der Brauerei Hofstetten in St. Martin im Mühlkreis vorgeht. So klein ist die Brauerei, dass ihre Biere schon beinahe Seltenheitswert haben. Wir sind, wie gesagt, eine kleine Brauerei, haben uns deswegen auf Spezialbiere verlegt. Das heißt, bei uns gibt es ein Kübelbier und ein Granitbier. Und in Kürze wird auch ein Kürbisbier erscheinen. Und das sind irgendwie so die Highlights am österreichischen Biermarkt. Mit dem Kübelbier hat es übrigens eine ganz besondere Bewandtnis. Der Name rührt daher, dass er früher der Vater mit seinen Freunden eine alte Brautradition aufleben lassen hat, indem sie mit Kübel oder Krügen in den Keller gegangen sind und das Bier frisch vom Tank gezapft haben. Solche Spezialbiere aus Hofstetten kann man übrigens seit kurzem sogar über das Internet bestellen. Eine ausgesprochene Spezialbrauerei ist auch Schlegel, die einzige Stiftsbrauerei Österreichs. Eine Vielzahl an Sorten umfasst das Brauprogramm. Der Trend geht für uns einfach noch dahin in diese Spezialisierungen, wie zum Beispiel so eine Spezialität wie Roggenbier oder auch Biere, die halt nicht überall einfach erhältlich sind. Eine große Biervielfalt aus Oberösterreich also, dem sich ein Österreich-Bild von Klaus Obereder am kommenden Sonntag widmet, und zwar ab 18.25 Uhr in ORF 2. Dass man hier stolz ist auf die Tradition, das sieht man schon von außen. Was aber nicht heißt, dass man bloß an der Vergangenheit hängt.
Vollautomatisiert verläuft hier die Verarbeitung von Wasser, Hopfen und Malz zum Kultgetränk Bier. Und sogar in der hochmodernen Brauerei besinnt man sich auf die rund 6000-jährige Geschichte des Getränks. Das zweitälteste Gewerbe sind wir, das älteste sind die Bäcker. Das ist so der, eigentlich, ob es stimmt, wissen wir natürlich nicht. Aber gerade weil Bier so alt ist, haben sich im Laufe der Zeit viele Sorten herausgebildet. Neben den Hauptbiersorten auch viele Spezialbiere und die vertreibt man von Eckenberg aus international. Wir sind eine der wirklich wenigen Brauereien, die auf 4 Kontinenten vertreten sind. Wir sind nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, in Asien und in Australien mit unseren Sonderbieren vertreten. Und so sind die Forchdorfer wichtige Botschafter der heimischen Braukunst. Ebenso wie die größte Brauerei Oberösterreichs. Sie liegt in Zipf und vertraut seit 40 Jahren auf einen ganz speziellen Biertyp, auch wenn es anfangs gar nicht leicht war, diesen auf dem Markt zu platzieren. Was haben wir immer gehört? Naja, das Zipferbier ist zwar nicht schlecht, aber es ist hell, also es hat keinen Extrakt, es ist nichts drin, das ist Wasser und es ist ja so bitter. Wir haben uns aber nicht entmutigen lassen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und von unseren gedachten 5% des Ausstoßes damals sind wir heute weit über 60% unserer Produktion und unseres Ausstoßes an Zipfer-Urzip gekommen. Bis zu 5000 Hektoliter Bier können in Zipf pro Tag produziert werden. Sie ruhen unter anderem in den weit verzweigten Kellern eines alten Stollensystems. Ausruhen auf dem Erfolg will man sich aber nicht. Pausenlos wird hier an weiteren Innovationen gearbeitet. An welchen, das verrät man allerdings nicht. Ja, im Petto haben wir immer irgendwas. Mehr zum Thema Bier, morgen Sonntag im Österreich-Bild mit dem Titel Kühle Blonde.